Wer liebt es nicht, Pakete zu öffnen? Hey, hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Chiara und wie ihr bestimmt im Titel schon gelesen habt, gibt es heute einen Buchhaul. Und ich freue mich schon so sehr auf dieses Video, denn ich habe jetzt die letzten 1,5 Jahre, glaube ich, meine Bücher immer nur auf meinem Kindle gelesen. Und ich muss sagen, ich liebe den Kindle und besonders zum Reisen und um am Abend im Bett zu lesen, ist der Kindle super praktisch, aber ich vermisse es einfach, ein richtiges Buch in den Händen zu halten und auch den Fortschritt beim Lesen in einem richtigen Buch zu sehen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich kaufe mir mal wieder ein paar neue Bücher und ja, deswegen sind wir heute hier. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Buch und das habe ich in meiner lokalen Buchhandlung hier gekauft und ich habe auch schon angefangen, das Buch zu lesen, wie man vielleicht erkennen kann. Und das ist von Dostojewski, Die Brüder Karamasow. Und das ist jetzt das zweite Dostojewski-Buch, was ich lese. Das erste war Verbrechen und Strafe. Das habe ich damals auf Englisch gelesen. Und ich habe Dostojewski und den Schreibstil und seine Erzählung wirklich sehr genossen und ich wusste von Anfang an, als ich mit Verbrechen und Strafe fertig war, dass ich unbedingt noch einen Dostojewski lesen möchte und jetzt ist es endlich Zeit. Wie ihr seht, habe ich schon vielleicht ein Viertel vom Buch gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 270. Das Buch hat, denke ich, 1200 Seiten. Aber ja, bis jetzt gefällt es mir wirklich super, super gut und ich dachte vielleicht, dass es ein bisschen langweilig wird oder dass es zumindest stellenweise super kompliziert wird und dadurch auch ein bisschen langweilig oder schwierig zu lesen. Aber bis jetzt darf ich mich wirklich nicht beschweren, denn ich finde das Buch super unterhaltsam und ich bin auch schon sehr neugierig, wie es weitergeht. Also wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag nur dieses Buch lesen. Aber ja, falls ihr es nicht wisst, es ist eine dramatische Familiengeschichte. Es geht um die 3 oder 4 Karamasow-Brüder, ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist Dmitri, Ivan, Aljoscha. Ja, ich glaube, es sind 3 Karamasow-Brüder und deren Vater. Und eines Tages wird der Vater ermordet und danach werden die Brüder bzw. der älteste Bruder wird verdächtigt. Und darum handelt einfach die Geschichte. Und bis jetzt ist das noch so die Vorgeschichte, also der Vater wurde bis jetzt noch nicht ermordet und die Familiengeschichte ist wirklich sehr krass und sehr unterhaltsam. Also ich habe eine Vermutung, wenn es einer von den Brüdern gewesen sein soll, wer der Mörder ist, aber ich bin wirklich schon super gespannt und das ist super unterhaltsam. Also wenn ihr noch nie Dostojewski gelesen habt, dann kann ich euch sowohl Verbrechen und Strafe und ich denke auch, obwohl ich dieses Buch noch nicht fertig gelesen habe, würde ich es jetzt schon weiterempfehlen, da es so es ist so interessant, einfach einen Dostojewski zu lesen, einen russischen Klassiker. Und lasst mich mal gerne wissen, ob ihr vielleicht schon einen Dostojewski gelesen habt, wenn ja, welchen und wie es euch gefallen hat. Ja, bis jetzt finde ich es wirklich super und ich kann es nur weiterempfehlen. Das war das erste Buch, das ich gekauft habe und ich bin super happy, ich freue mich wirklich weiterzulesen und ja, machen wir weiter. Als nächstes, ich musste dieses Päckchen schon auspacken. Also ich habe diese Bücher online bestellt und ich war einfach so aufgeregt, das Paket endlich zu Hause zu haben und dann musste ich es einfach öffnen. Also tut mir leid, aber ja, wenn ich ein neues Paket bekomme, dann möchte ich das wirklich am liebsten sofort auspacken. Und ich habe nicht alle ausgepackt, wie man hier sehen kann, also ich bin sehr stolz auf mich. Danach habe ich auch einen Klassiker bestellt, den vielleicht jeder Deutschsprachige kennt und vielleicht auch gelesen haben sollte, aber mir ist aufgefallen, dass die meisten Bücher, die ich lese, aus Großbritannien sind, auch aus den USA und manche auch aus Asien, also aus asiatischen Ländern. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin deutschsprachig, ich komme aus Österreich, vielleicht sollte ich auch mal deutschsprachige Literatur lesen. Und dann habe ich mich für diesen Klassiker entschieden, von dem ich schon viel gehört habe und den ich jetzt auch endlich mal selbst lesen möchte. Und das ist von Franz Kafka, Die Verwandlung. Ich finde das Buch, also das Cover sieht sehr, sehr cool aus und ich freue mich auch auf die Geschichte. Wenn ihr es nicht wisst, in dem Buch geht es darum, dass ein Mann eines Morgens nicht mehr als Mensch, sondern als hässliches Ungeziefer aufwacht. Er verwandelt sich in eine Kakerlake.
Und ja, ich finde, ich habe schon ein bisschen über die Geschichte gehört und ich finde sie wirklich super spannend, denn ich glaube, der erste Gedanke, den Gregor, so heißt der Hauptcharakter in diesem Buch, hat, wenn er morgens als Kakerlake aufwacht, ist, dass er zur Arbeit gehen muss und er nicht weiß, wie er jetzt zur Arbeit kommen soll, da er eine Kakerlake ist und kein Mensch mehr. Und ich denke, das ist eine ziemlich gute Repräsentation unserer Gesellschaft heutzutage, denn den meisten wäre, oder ich denke, von den meisten Leuten heute wäre das auch der erste Gedanke, okay, wie komme ich zur Arbeit, wie kann ich meine Arbeit trotzdem machen, obwohl ich eine Kakerlake bin. Und ja, ich denke, das ist ein sehr interessantes Buch und eine sehr interessante Geschichte. Und das Buch ist auch super klein, super dünn, also ich glaube, das kann man in kurzer Zeit lesen. Und ja, ich bin wirklich schon sehr gespannt und ich denke, das ist vielleicht eines der ersten deutschsprachigen Literaturwerke, die ich lesen werde, und ich freue mich schon sehr. Als nächstes habe ich hier ein Buch, von dem ich die Geschichte vielleicht schon kenne. Noch nicht sehr gut, es gibt sehr viele Verfilmungen von diesem Buch, aber ich denke, ich habe keine Verfilmung gesehen, aber irgendwie erfährt man trotzdem ein bisschen über die Geschichte, und das ist Frankenstein von Mary Shelley. Und eine Freundin von mir hat vor kurzem das Buch gelesen und mir erzählt, dass es ihr so gut gefallen hat, und ich dachte eigentlich, okay, das ist kein Buch für mich, denn ich lese nicht so gerne gruselige Geschichten oder Horrorgeschichten oder diese Thriller, denn ich bin super empfindlich und ja, habe sehr schnell Angst und kann dann abends nicht gut schlafen. Aber ich habe dann auch auf YouTube eine Empfehlung von diesem Buch gehört und dann dachte ich mir, okay, ich muss es einfach lesen. Und wie cool ist dieses Cover? Ich finde das mega, mega cool. Und ja, das ist der Originaltext von 1818. Also ich bin gespannt, wie die englische Sprache in dem Buch sein wird, ob ich alles problemlos verstehen werde oder nicht. Aber ja, es ist die Geschichte von Frankensteins Monster und ich denke auch, dass dieses Buch vor allem psychologisch sehr interessant sein wird. Und da meine Freundin es mir empfohlen hat, bin ich umso aufgeregter, es jetzt selbst zu lesen und auch endlich mal die wahre Geschichte oder die ganze Geschichte von Frankenstein zu erfahren, zu lesen. Und ja, auf das freue ich mich wirklich schon sehr. Okay, als nächstes habe ich hier ein Paket und das machen wir mal gemeinsam auf. Ich liebe es, Pakete zu öffnen. Okay, was ist hier? Okay. Das ist von Gabriel García Márquez, 100 Years of Solitude. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon so viel über dieses Buch gehört und so viele Leute schwärmen wirklich von diesem Buch. Und wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr meinen Kanal jetzt erst entdeckt habt, hallo, ich bin Chiara. Ich war für 10 Monate in Argentinien, also in Südamerika, und Gabriel García Márquez ist auch ein Autor aus Südamerika. Er kommt aus Kolumbien und ja, ich denke, deswegen fand ich dieses Buch auch besonders jetzt super spannend, auch weil ich diese südamerikanische Atmosphäre vielleicht besser kenne als zuvor, denn ich war vorher noch nie in Südamerika und danach habe ich so viel Positives über dieses Buch gehört und ich war einfach so intrigued, dieses Buch selbst zu lesen, und ja, deswegen habe ich es mir jetzt endlich bestellt und ich weiß selbst nicht ganz genau, um was es geht. Ich denke, das Buch verfolgt eine Familie über 100 Jahre hinweg. 100 Years of Solitude tells the story of the rise and fall, birth and death of the mythical town of Macondo through the history of the Buendía family. Inventive, amusing, magnetic, sad and alive with unforgettable men and women, brimming with truth, compassion and a lyrical magic that strikes the soul. This novel is a masterpiece in the art of fiction. Also ja, ich bin wirklich schon super gespannt und habe so viele, so positive Dinge über das Buch gehört und ja, jetzt dachte ich mir, ich muss es selbst lesen und oh, ich weiß nicht, vielleicht wird das nächste Buch, was ich nach Dostojewski lesen werde, denn auf das freue ich mich wirklich besonders. Und ich finde auch dieses Cover super, super schön. Es fokussiert jetzt nicht, aber ja, ich freue mich sehr. Wenn ihr irgendeines von diesen Büchern schon gelesen habt, dann lasst es mich bitte wissen, ohne Spoiler. Okay, als nächstes noch ein Paket.
open it. Wer liebt es nicht, Pakete zu öffnen? Jetzt mal ehrlich. Okay. Noch ein Klassiker. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich in einer bestimmten Stimmung. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit so viele von diesen neumodernen, romantischen und auch Fantasy-Büchern gelesen. Und viele davon sind nicht sehr wertvoll. Also die Geschichten sind sehr eintönig und viele Geschichten sind auch gleich, nur mit anderen Charakteren. Und ich denke, oft kann man aus diesen Geschichten nicht sehr viel lernen, nicht sehr viel mitnehmen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach wieder mehr Klassiker lesen. Und das ist, glaube ich, so die klassischste romantische Geschichte schlechthin. Und das ist von Jane Austen, Pride and Prejudice. Und auf das freue ich mich auch schon sehr. Ich wollte das Buch schon super lange lesen, aber bin irgendwie nie dazu gekommen. Und jetzt dachte ich mir, okay, ich bestelle es mir. Und wenn ich es zu Hause habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass ich es lese. Ja, ich denke, das ist sehr, ja, wie gesagt, diese klassische romantische Geschichte. Und ich freue mich schon sehr. Und ich weiß, es gibt auch viele, oh wow, das Buch ist super floppy. Das liebe ich ja. es gibt viele Verfilmungen oder zwei Verfilmungen oder mehr Verfilmungen. Ich weiß es nicht von diesem Buch, aber ja, auf das freue ich mich auch schon, wenn ich das Buch fertig gelesen habe, dann auch die Verfilmung zu sehen. Und das letzte Paket, was hier liegt, ist vielleicht das aufregendste, denn dieses Paket ist von Rebuy. Und wer diese Website nicht kennt, das ist eine Secondhand-Website. Also man kann gebrauchte Bücher kaufen und die Bücher sind wirklich sehr viel günstiger, als man kauft sie neu. Und ich kaufe auf dieser Website schon super lange, ich denke seit 5 oder 6 Jahren. Und deswegen dachte ich mir, ja, wenn ich jetzt Bücher bestelle, muss ich natürlich auch auf Rebuy checken, welche dort verfügbar sind. Das einzige vielleicht Negative an Rebuy ist, dass die meisten Bücher auf Deutsch sind. Also man findet nicht so viele englischsprachige Bücher auf Rebuy, aber ja, wenn ich ein Buch da finde, was ich haben möchte, dann bestelle ich es sehr gerne da. Das ist nicht so satisfying zu öffnen. Okay. Ihr seht hier schon die Bücher. Ich weiß nicht mehr genau, welche Bücher ich da bestellt habe. Sie liegen nämlich schon wirklich lange hier bei mir zu Hause und ich habe extra gewartet, bis meine anderen Pakete ankommen, dass ich dieses Video filmen kann. Also ja, mal sehen. Okay, die sind alle sehr süß zusammen verpackt. Okay, das erste Buch, was mir hier gleich in die Hände fällt, ist von Markus Zusack, Die Bücherdiebin. Das ist ein Roman, von dem ich tatsächlich nicht sehr viel weiß. Ich habe schon viel von diesem Buch gehört, aber ich weiß tatsächlich auch nicht ganz genau, worum das Buch handelt. Aber ich denke, ich habe auf Instagram oder in einem kurzen Video gehört, dass wenn man selbst gerne Bücher liest, dann ist das ein perfektes Buch, um das Buch zu lesen. Also man ist so die perfekte Zielgruppe. Und ja, mal sehen. Im Alter von 9 Jahren hat Liesel schon vieles verloren. Ihren Vater, einen Kommunisten. Ihre Mutter, die ständig krank war. Ihren Bruder Werner auf der Fahrt nach Morching zu den Pflegeeltern. Als der Bruder stirbt, gerät sie zum ersten Mal ins Blickfeld des Todes. Und sie stiehlt ihr erstes Buch. Ein kleiner, aber folgenreicher Ausgleich für die erlittenen Verluste. Dann stiehlt sie weitere Bücher. Äpfel und Kartoffeln. Das Herz von Rudi. Das von Hans und Rosa Hubermann. Das von Max. Und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Okay, das klingt wirklich sehr spannend. Oh, da war gerade eine Zeitung. Oh, eine Zeichnung. Eine Zeitung, wow. Wie gesagt, ich bin super gespannt, dieses Buch zu lesen, denn es klingt wirklich interessant, vor allem für Bücherliebhaber. Und ja, es ist ein ziemlich dickes Buch. Irgendwie hatte ich nicht damit gerechnet. Um euch das kurz zu zeigen. Also wie gesagt, das Buch ist gebraucht, aber der Zustand ist wirklich gut. Auf Rebuy kann man auch den Zustand auswählen. Also hier sieht man, war, denke ich, ein Name geschrieben, aber der wurde ausgeweißelt und ja, das stört mich auch nicht. Und die Seiten sind auch irgendwie ein bisschen so gelblich. Also es sieht wirklich aus wie ein altes Buch, obwohl das Buch wahrscheinlich nicht allzu alt ist. Aber ich freue mich auf dieses Buch und ich denke,
da ich selbst so ein Bücherwurm bin und wirklich gerne und viel lese, wird mir das Buch gut gefallen. Es ist nicht besonders floppy, ein bisschen, aber nicht besonders. Oh mein Gott, stimmt. Oh, das habe ich ganz vergessen. Als nächstes habe ich hier ein Buch, das ich schon gelesen habe tatsächlich, aber das mir... Es hat mir sehr gut gefallen. Es war, denke ich, eines der besten Bücher vielleicht, die ich je gelesen habe. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das Buch weiterempfehlen würde, einfach weil es so eine schwierige Geschichte ist und eine so bedrückende Geschichte. Aber ja, ich habe es gelesen. Es war wirklich super gut und ich denke, die meisten von euch kennen das Buch auch, und das ist A Little Life von Hanya Yanagihara. Das Buch ist minus 10 floppy, also ihr seht, da bewegt sich gar nichts. ja, es ist auch in einem sehr guten Zustand. Hier könnt ihr sehen, dass etwas auf der Seite geschrieben ist, aber das finde ich auch nicht weiter schlimm. Ich denke, auch wenn es euch selbst gerade nicht besonders gut geht oder ihr gerade eine schwierige Zeit durchmacht, dann würde ich das Buch vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt lesen. In der Geschichte geht es um 4 Freunde, die wir beim Erwachsenwerden begleiten, und erst werden alle 4 Freunde sehr oft erwähnt und die Geschichte von allen 4 Freunden erzählt. Aber später wird die Geschichte von Jude immer mehr in den Mittelpunkt gerückt vielleicht, und man erfährt und man begleitet mehr oder weniger Jude bei seinem Leben, in seinem Leben. Und ja, es ist ein sehr, sehr trauriges, aber wirklich ein sehr schön geschriebenes, ein sehr gutes Buch. Ja, es ist wirklich schwierig, das Buch zu beschreiben, aber wie gesagt, ich habe es schon gelesen, ich habe es auf meinem Kindle gelesen. Aber da es mir so gut gefallen hat, wollte ich auch gerne das physische Buch zu Hause haben. Und deswegen habe ich es mir bei Rebuy bestellt. Und da gab es sogar die englische Version. Wir haben jetzt noch 2 Bücher hier. Eines davon habe ich auch gelesen. Das habe ich auch schon erzählt. Und das... Oh, das ist viel dünner. Wow, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Was? Okay. Das ist Verbrechen und Strafe, auch von Dostojewski, mit der Übersetzung von Svetlana Geier. Und ja, ich habe dieses Buch auch im Kindle gelesen, habe gesehen, dass es auf Rebuy verfügbar war, und deswegen wollte ich es auch unbedingt bestellen. Und ich denke, ich möchte es auch nochmal lesen, denn ja, das war, Verbrechen und Strafe ist eines meiner liebsten Bücher, und deswegen würde ich es auch gerne nochmal auf Deutsch lesen und auch annotieren. Und ja, es ist der vollkommenste Roman Dostojewskis, einer der größten Kriminalromane der Weltliteratur und ein grandioses Albtraumspiel. Also ja, es geht um Raskolnikow, der aus einer armen Familie stammt und ein Student ist, und er tötet diese Wucherin, diese Frau, nimmt ihr das Geld weg, und danach entfaltet sich diese Meditation vielleicht über den menschlichen Verstand und was mit dem menschlichen Verstand in so einer Ausnahmesituation vielleicht passiert. Und es ist wirklich eine super interessante Geschichte, die die psychologischen Aspekte sehr gut und sehr genau erklärt, sehr detailreich. Und ja, das war das erste Buch von Dostojewski, das ich gelesen habe, und das hat mich wirklich sofort in den Bann gezogen. Und wenn ihr kein Dostojewski gelesen habt, dann ist das vielleicht ein guter Anfang, denn es hat 500 Seiten weniger als Die Brüder Karamasow, und ja, es ist wirklich eine super, super gute Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier ein letztes Buch, das ist super klein, und das ist The Catcher in the Rye, und ich liebe dieses Cover, das ist von J.D. Salinger, und das ist auch ein Klassiker. Ich habe nicht viel über dieses Buch gehört. Also ich habe viel online über dieses Buch gehört, aber bevor ich es online gesehen habe, habe ich... Oh wow, diese Buchseiten sind irgendwie grau. Bevor ich es online gesehen habe, habe ich nie davon gehört. Und ich habe online mitbekommen, dass es ein sehr kontroverses Buch ist. Und ich bin wirklich super gespannt. Ich weiß auch hier wieder nicht ganz genau, worum es in dem Buch geht. Vielleicht gibt es irgendwo eine kurze Zusammenfassung. Nein. Okay. Dann
werde ich das kurz googeln, denn ich glaube, das wäre vielleicht interessant. Falls ihr es wissen möchtet, der deutsche Titel ist Der Fänger im Roggen. Oh wow, das Buch ist sogar in manchen Ländern, denke ich, verboten, was ich gerade gelesen habe. The Catcher in the Rye is the ultimate novel for disaffected youth, but it's relevant to all ages. The story is told by Holden Caulfield, a 17-year-old dropout who has just been kicked out of his fourth school. Throughout, Holden dissects the phony aspects of society and the phonies themselves. The headmaster, whose affability depends on the wealth of the parents, his roommate, who scores with girls using sickly sweet affection. Lazy in style, full of slang and swear words, it's a novel whose interest and appeal comes from its observations rather than its plot intrigues. In conventional terms, there is hardly any plot at all. Okay. Salinger's style creates an effect of conversation. It is as though Holden is speaking to you personally, as though you too have seen through the pretenses of the American dream and are growing up, unable to see the point of living in or contributing to the society around you. Written with the clarity of a boy leaving childhood, it deals with society, love, loss and expectations without ever falling into the clutch of a cliché. Okay, das klingt super spannend. Also jetzt bin ich noch glücklicher, das Buch bestellt zu haben und es auch online gefunden zu haben in der Originalversion, also auf Englisch. Und okay, es scheint eine sehr interessante und eine sehr kontroverse Geschichte zu sein, was man auch online wirklich hört und mitbekommt, wenn man sich über dieses Buch informiert. Aber es scheint laut der Beschreibung wirklich super interessant zu sein und ja, ich freue mich jetzt nur umso mehr, dieses Buch zu lesen und ja. Okay, das war's mit meinem Buchhaul. Es waren wirklich sehr interessante und sehr gute Bücher dabei, also die ich gelesen habe. Von diesen kann ich alle nur weiterempfehlen und schreibt mir gerne, ob ihr eines von diesen Büchern gelesen habt oder vielleicht auch selbst noch lesen möchtet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo hier und ich freue mich schon, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ciao!